Samuel? Bist du hier irgendwo? Dass du nicht mehr einfach verschwindest. Au, was ist mit dir? Ich kenne dich nicht mehr. Ich kenne meinen eigenen Mann nicht. Du verschwindest jede Nacht. Du sprichst nur noch, wenn es unbedingt sein muss. Wo ist der Samuel, den ich geheiratet habe? Ich will meinen Mann zurück. Black Mirror 2, 1993, Bitterfeld, Maine. Na los, mach schon! Dreh die verdammte Sicherung wieder rein! Ich will den Laden öffnen! Willkommen zu Black Mirror 2. Hier bin ich meistens vor. So. Das ist ein traditionelles Point-and-Click-Adventure. Und ich habe Black Mirror 1 nicht gespielt, also ich weiß, du jetzt, wenn das jetzt voneinander abhängt, weiß ich nicht, um was es geht, also. So, dann kümmern wir uns mal um die Sicherung. Holzpalette. Die gammelige Holzpalette versperrt mir den Blick auf die unteren Regalbretter. Ich kann nicht erkennen, was dahinter steht. Wenn ich Space-Taste drücke, zeigt mir alle Aktionspunkte an. Das ist gut. Erleichtert das so ein bisschen. Also schauen wir mal, was hinter der Palette ist. Aha. Ups. Mal sehen. Einige Plastikbehälter, Flaschen und Schachteln. Glühbirnen, Kabel, Schmierfett. Ah, und ein kleiner Karton mit Sicherungen. Die Sicherung! Die Sicherung, Mann! Mach die Augen auf! So ein Arsch. Moment mal bitte. So, dann machen wir weiter. Kümmern wir uns mal um die Sicherung, würde ich mal sagen. Ein alter, staubbedeckter Sicherungskasten. Oben kommen eine Menge Kabel heraus, die an den Deckenbalken entlang verlegt sind. Sieht nicht sonderlich vertrauenserweckend aus. Das sieht hier alles nicht besonders vertrauenserweckend aus. Na aber toll. Trotzdem um Sicherung kümmern. Wie alles, was Fuller gehört, ziemlicher Schrott. Hier muss die defekte Sicherung drunter sein. Fuller hat wohl schon daran herumgedreht, aber mal wieder nichts gebacken gekriegt. Die anderen drei Sicherungen sehen ganz in Ordnung aus,
Aber die hier ist hinüber. Die schmeiß ich gleich weg, sonst komme ich noch durcheinander. Das ist eine Postkarte von Biddeford. Sie ist ganz praktisch, um von einer Ecke zur anderen zu kommen. Aber jetzt kann ich gerade nicht quer durch den Ort laufen. Ich habe hier noch zu tun. Wir brauchen noch eine Sicherung. Na, habe Glück. Bingo. Hoffentlich funktionieren die Ersatzsicherungen. In diesem Laden hier weiß man ja nie. Im Karton ist nur eine Sicherung. Aber die sieht wenigstens unbenutzt aus. Ich denke, sie müsste noch funktionieren. Das ist ein Zufall. Na, dann haben wir aber Glück. Dann machen wir uns mal noch mal eine Sicherungskasse ran. Das wäre das. Jetzt fehlt nur noch der Strom. Ja, viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Das bleibt nur dieser Hauptschalter. Dann schauen wir mal. Und es ward Licht. Mann, bin ich gut. Noch ein paar andere Sachen anzusehen. Die brauchen wir nur nicht mehr. Lieber nicht. Wenn ich schlechte Bilder sehen will, kann ich das auch oben im Laden tun. Das ist Fotoentwickler. Scheint schon länger dort zu stehen, aber die Flasche ist fest verschlossen. Könnte also noch funktionieren. Du Pfosten, du schießt gleich vom Regal. Kannst du trotzdem nehmen. So. Fuller wird ihn kaum vermissen. Hm. Und selbst wenn, ich kann damit leben. Ist trotzdem Diebstahl mal besser. Aber gut, weiß, wofür wir es gebrauchen können. Auf den Bodenbrettern liegt nur wenig Staub. Sie glänzen geradezu. Steht Fuller hier jeden Abend und trinkt ein Bier und schaut sich die hässlichen Bilder an? Vielleicht. Oh, was ist das denn da? Ein verbeulter Farbeimer mit fast einem halben Zentimeter Staub auf dem Deckel. Dr. Rainbow's Finest, Pearly White. 85. Ich kann mich nicht daran erinnern, in diesem Haus schon einmal irgendetwas Perlweißes gesehen zu haben. Ich sehe spontan auch nichts Weißes hier. Diese Bretter hier liegen nicht parallel zur Wand, sondern sind um 90 Grad gedreht. Sie bilden ein Rechteck von etwa 80 cm Breite und 60 cm Höhe. Seltsam. Sehr seltsam. Guck das mal nochmal an. Die Blätter sind gar nicht fest. Sie schwanken leicht und sind ein kleines Stück im Boden versunken, als ich draufgestiegen bin. Okay. Jetzt musst du sie hochheben. Irgendetwas ist seltsam mit dieser Stelle. Aber ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ja, dann hebe sie doch mal an. Irgendetwas ist seltsam mit dieser Stelle. Will er nicht. Aber ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ach, du bist auch zu dumm. Na gut, irgendein dann Foto von Strand und Meer. Solche Bilder gibt's ohne Ende. Sehen irgendwie alle gleich aus. Schön, muss ich jetzt mal ein bisschen.